Hallo Leute. SV mit Rainer Walter und heute wieder mit meinem Partner Simon. Es geht noch weiter in Sachen Messerverteidigung und zwar ist es immer noch kein Angriff. Es ist immer noch der Partner oder in dem Fall Partner, ja, ansonsten Gegner, zieht das Messer und will einen beeindrucken. Ja? Okay, fangen wir mal. Genau, er steht vor uns und wir, ich zeige es mal erstmal ganz langsam, als wenn wir in die Hände klatschen. Nur hintereinander. Ja? Ja? Wichtig, dass wir innen hier bei ihm innen mit dem Daumengelenk hier unten am Handgelenk an der Innenseite bei unserem Partner sind und außen genau auf der gleichen Höhe, wie gesagt, hintereinander in die Hände klatschen, auf seinem Handrücken. Ja? Dann passiert Folgendes. Auch wieder, wie bei dem Griff, den wir das letzte Mal gemacht haben, passiert das, dass sich hier die Sehnen strecken. Nur, wenn wir es mit einem gewissen Druck und einer gewissen Geschwindigkeit machen, dann wird er das Messer dabei verlieren. Ja? Und zwar so. Ja? Dann sofort wieder, am besten noch, wenn wir drankommen, wenn das Messer hier hinfällt, ein bisschen beiseite räumen und sofort den Mann aus einem gewissen Abstand, das ist unser Sicherheitsabstand, kontrollieren. Niemals zu nah dran bleiben, vielleicht hat er noch irgendwo ein Messer versteckt oder was. Ja? Okay. Ich zeig's nochmal. Und da. Okay. Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Simon.